Ja, weiter geht's. Raus aus dem Krimi-Genre, rein ins Grusel-Genre? Ja, doch, durchaus. Zu den Midnight Tales Folge 66, die Dable-Folge. Nachtschicht heißt sie, von Contendo Media ist sie natürlich. Geschrieben hat sie Frank Hammerschmidt. Liebe Grüße. Ja, und das ist eine sehr pfiffige, lustige, interessante Geschichte. Ja, bei Contendo haben wir ja schon die drei Senioren und so ein bisschen in dem Stile finden wir das Ganze hier ins Grusel-Genre irgendwie so ein bisschen hinüber gewuchtet. Und zwar geht es um Waldemar, Jupp und Grete. Die drei wohnen nämlich im Altenheim und verbringen dort ihren geruhsamen Lebensabend. Ja, bis dann doch etwas sehr Unschönes passiert, was halt im Altenheim normalerweise ja leider auch zum Alltag gehört, nämlich dass jemand stirbt, nämlich die Grete stirbt. Aber das ist sehr merkwürdig. A, gibt es einen neuen Mitarbeiter in diesem Altenheim, der nur die titelgebenden Nachtschichten tut. Und B, hat der gute Jupp da etwas entdeckt, und zwar an Gretes Hals. Und da ist etwas, was da eigentlich nicht hingehört, nämlich so Punkte und sowas. Und ja, dann wird die Vermutung doch geäußert, Jupp ist nämlich auch ein Fan von Heftromanen, dass da ja vielleicht ein Vampir dahinter sein könnte. Ja, und wer fährt denn die ganze Zeit Nachtschichten in diesem Altenheim? Die zwei rüstigen Rentner nehmen es quasi dann mit dem vermeintlichen Vampir auf. Und wie das ausgeht, verrate ich natürlich nicht. Aber muss schon sagen, das ist eine sehr pfiffige Idee, ist auf den Punkt geschrieben, fand ich, mit sehr viel Humor, doch sehr kurzweilig. Und also mir hat das viel Freude bereitet, muss ich sagen. Weiß nicht, wie es dir ging? Olaf ist weg. Das ist nicht gut. Bist du wieder da? Nein. Doch, ich bin wieder da. Ja. Warst du so schockiert? Nein. Ich muss mich mal kurz ausklinken, weil die Kaffeetasse so laut ist. Alles klar. Ich habe schon jetzt einen halben Roman erzählt, bis mir das aufgefallen ist, dass ich mich mal stumm geschaltet habe. Darfst du noch mal? Ich wollte sagen, dass Frank Hammerschmidt hat so ein kleines Vampirproblem, oder? Vielleicht mal einen Arzt nachgucken lassen, Frank. Macht mir so ein bisschen Sorgen. Ich habe es tatsächlich auch gehört. Geschrieben wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Fand ich am Anfang, habe ich gedacht, naja, ja, Altenheim. Und dann wurde es tatsächlich, war das wirklich total interessante Twists drin. Gerade je näher man dem Ende kommt, desto überraschender ja, war das Ganze. Hat mir auch total gut gefallen. Wirklich eine schöne, pfiffige Story. So sollten die Midnight Tales sein. Also so hat mir das wirklich gut gefallen. Entschädigt mich dann auch für die vorangegangenen Folgen, die ja mitunter ein bisschen merkwürdig waren. Also hier die Folge, doch würde ich euch ans Herz legen, weil die hat alles, was so eine originelle Grusel-Story braucht. Bisschen Trash, bisschen Humor, ja, und viel Überraschendes. Also doch, würde ich empfehlen wollen. Ebenfalls. Tja, dann habe ich den aktuellen Van Dusen, die neuen Fälle noch gehört. Die Folge 31, Professor Van Dusen hört das Gras wachsen. Und zwar von Marc Freund ist die Folge. Geht es darum, dass, das ist ein Ausgangspunkt, den wir in der Van Dusen-Chronik öfter mal haben, deswegen, das ist schön in die Van Dusen-Chronik geguckt, Marc Freund. Ja, Van Dusen und Hedge sind in einem Hotel in New York untergebracht und Hedge entdeckt in der Besenkammer was? Was entdeckt dann Hedge in der Besenkammer? Staub, ein Toten. Dreck. Ah, ein Toten. Ja. Sowas. Nicht ein Doder. Und Hedge ist ganz aufgebracht, natürlich, logischerweise, und versucht eben Van Dusen dazu zu bringen, jetzt mal was zu tun, weil Van Dusen irgendwie sagt, ja, was sollen wir jetzt machen? Die sind alle total aufgelöst und aufgeregt momentan, weil der Präsident ist nämlich in der Stadt und da sind alle mit anderen Sachen beschäftigt und ja, so bleibt es halt dann doch an Van Dusen und an Hedge hängen. Hier die Ermittlungen aufzunehmen, nach gewissem Zögern am Anfang. Ja, was bleibt zu tun? Natürlich guckt man, in welchem Zimmer dieser Tote gewohnt hat und ob er einen Zimmernachbarn hatte. Ja, den hatte er. Ja, dieser Zimmernachbar, ganz merkwürdig, war unter dem Namen John Doe eingetragen. Und ja, das ist ja, wenn man nicht erkannt werden will, auch damals schon anscheinend. Ja, so folgen sie diesen Spuren dieses John Does und die führen erstmal nach Boston, was glaube ich, wo dann die nächste Tote auf die beiden wartet, nicht mehr wartet. Scheinbar hat das natürlich, der Verdacht liegt nahe, auch mit diesem John Doe zu tun.
Und so zieht sich so ein bisschen so eine blutige Spur durch Amerika. Schließlich landen die beiden dann bei einem Haus irgendwie im Grünen. Und dort ist ein Psychiater untergebracht, der mit seiner Therapiegruppe dort versucht, eben diese Leute zu therapieren. Und das ist ein sehr interessantes Grüppchen, in das Hatch dann zwangsläufig von Van Dusen angestachelt eingeschleust wird. Und so erleben wir halt eine Therapiestunde. Und da tummeln sich dann Leute, mit denen man dann, wenn man den einen oder anderen Film gesehen hat, doch etwas anfangen kann. Zum Beispiel Norman Hates. Ja, aber ein bisschen zu direkt, hätte nicht sein müssen. Auch wie die Leute sich verhalten, war mir ein bisschen zu eindeutig. Es ist in Ordnung, weil es halt dadurch so diese Van Dusen'sche Comichaftigkeit, die das ja manchmal hat, so ein bisschen rauskehrt. Aber dafür waren mir die Charaktere dann nicht bunt genug tatsächlich. Mhm. Ja, also dadurch, dass das so eindeutige Referenzen sind, hat das für mich nur so bedingt funktioniert, sage ich jetzt mal. Ja, und so hat Van Dusen weiß natürlich schon, was Phase ist und Kommando zurück, denn es ist ein sehr, sehr, sehr spezielles Mordmotiv, dass man so in der Art wahrscheinlich bis zu diesem Fall auch noch nicht gehört hat. Das hängt nämlich, Spoiler, auch mit einer Krankheit zusammen, die jetzt vielleicht nicht so ganz alltäglich ist. Und die Ausmaße, die das dann eben ausgenommen hat, ja, das ist schon ein bisschen speziell. Ja, ein Fall, der so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle, finde ich, gehakt hat. Und auch, wieder halt diese Van Dusen'sche Nicht-Leichtigkeit, wie nenne ich das, Buntheit so ein bisschen vermissen lässt. Mhm. Das war in Ordnung. Ich fand den nicht schlecht. Ich habe den auch eigentlich ganz gerne gehört bis zu dieser Therapiegruppe, wo mir das dann ein bisschen zu eindeutig von den Referenzen her war. Das hätte man vielleicht ein bisschen eleganter irgendwie machen können, weiß ich nicht. Ja, und gleichzeitig halt, der Humor ist ein bisschen flöten gegangen. Das darf gern witziger sein, darf gern bunter sein. Haut auf die Kacke drauf, auch was die Inszenierung anbelangt. Das ist mir manchmal einfach zu brav. Haut doch auf die Kacke. Es ist ein Van Dusen, da darf man sich Sachen trauen. Traut's euch, bitte. Okay. Ja, du kannst immer noch weitermachen, weil ich habe tatsächlich mal den Radio-Tatort nicht gehört. Ja, da hast du auch gut dran getan. Okay. Nein, ich weiß nicht, was ich mit diesem Ding anfangen soll. Ich glaube, dass die Idee gut war, aber das funktioniert nicht. Und ich glaube, das hat einen ziemlich triftigen Grund. Es geht um den Radiotatort 170 im Tunnel von Sabine Stein, der NDR-Radiotatort. Und das ist der letzte Tatort von Justus Döring. Kommissar Justus Döring. Der ist nämlich in Untersuchungshaft und damit geht es los. Er bekommt Besuch von seiner Kollegin und es geht natürlich um den Fall, der ihn dort ins Gefängnis gebracht hat. Er ist ja noch nicht im Gefängnis, in Untersuchungshaft gebracht hat. Und zwar geht es letztlich darum, dass Döring einfach zu weit gegangen ist und als Polizist einfach die Ermittlungen selbstständig zu weit getrieben hat und selbst dadurch kriminell wurde letztlich. Ja, also es geht um Bandenkriminalität und um Mord und um eine Bombendrohung. Und die drei Sachen sind eben miteinander verquickt und mittendrin sitzt eben Kommissar Döring, der eben, wie gesagt, ein Verbrechen begangen hat. Was das ist, ich verrate es nicht, denn das wird längerfristig hinausgezögert. Das ist tatsächlich, finde ich, ganz gut an diesem Fall, wie nach und nach dieses mögliche Verbrechen herausgeschält wird. Und sich der Hörer halt immer fragt, was ist denn jetzt genau passiert, dass er da gelandet ist? Und das wird eben auf die Art erzählt, dass sich der Kommissar eben, dass er eben Besuch von seiner Kollegin erhält, die sehr auf Distanz erstmal geht und sich dann mit ihm unterhält. Später dann Jack Gartmann auch nochmal vorbeikommt und sich mit ihm unterhält. Und es geht dann darüber hinaus halt auch um das Verhältnis zu seinem Polizistendasein und natürlich schon tiefer schürfen auch um das Verhältnis zu seiner Kollegin und generell zur Polizeiarbeit. Wie weit darf ein Polizist gehen? Und in welcher Klemme hat er gesteckt? Eigentlich alles von den Rahmenbedingungen her und von der Art, wie es erzählt wird, eigentlich wirklich spannend.
Das Ding verläuft sich aber, finde ich, doch sehr und kriege nie so einen wirklich so einen spannenden Zug, wie das damals war. Mich hat es doch sehr an den MDR-Tatort erinnert, den wir damals so grandios fanden im Krankenhaus. Erinnerst du dich? Ja. Wo das ähnlich war, wo eben auch der Fall so im kleinen Rahmen aufgerollt wurde, so nach und nach. Und das Problem ist, dass das hier nicht funktioniert, weil dieser Kommissar, der lässt einen komplett kalt. Ich weiß, das ist so absichtlich so ein bisschen angelegt in dieser, was heißt so ein bisschen deutlich angelegt in dieser Figur, aber das ist halt echt das Riesenproblem bei diesem Stück. Also war es für mich, weil ich da null emotionale Bindung aufgebaut habe zu diesem Mann, was allerdings natürlich auch, wie gesagt, gewollt war und die Merkwürdigkeit seines Vorgehens irgendwie auch, das hat er da auch mit reingespielt und sein eigenes Verständnis von Polizistenarbeit und das alles dann eben da mit rein verquickt war. Aber das, also für mich hat das echt nicht funktioniert und wie gesagt, gegen Ende verläuft sich das total und man, also ich bin mit einem riesen Fragezeichen am Ende da gesessen und habe gedacht, was soll ich jetzt damit anfangen? Keine Ahnung. Also ein ganz merkwürdiges Stück. Ja, müsst ihr, glaube ich, selber entscheiden. Hört rein. Vielleicht ist das was für euch. Wie gesagt, vom Prinzip her, von der Anlage her, echt toll und originell und interessant. Aber mich hat's nicht gekriegt, tatsächlich. Komisches Ding. Merkwürdig. Okay, ja. Gut. Nee, dann kommen wir lieber mal in unsere Sherlock-Holmes-Reihe. Hatten wir ja schon lang nichts mehr. Ja, Titania Medien hat einen neuen Sherlock Holmes draußen. Die Geheimfälle des Meisterdetektivs Folge 52, Der stille Tod. Der ist eigentlich gar nicht so still, wie man vermuten lässt, aber ja, dazu später mehr. Ja, Sir Hubert Aldingley bittet Holmes und Watson um Hilfe, aber erst nachdem es einen relativ langen Aufgalopp mit Mrs. Hudson gab, den ich nicht so ganz verstanden habe. Warum? Das ist ja ganz nett, aber das streckt halt das eh schon lange Hörspiel, streckt das halt nochmal, ich finde, das muss nicht sein, tatsächlich. Das ist jetzt nicht verkehrt, weil er sie dann nochmal am Ende mit ins Spiel kommt, so ein bisschen, aber also für mich braucht es das tatsächlich nicht. Ja, ich hab's auch nicht verstanden. Also es war mir auch so, es hat mir irgendwie nicht so in den Holmes-Kosmos gepasst. Also so irgendwie fand ich das ein bisschen merkwürdig. War mir irgendwie ein bisschen befremdlich, so vom Stil her. Aber geschenkt. Ist jetzt halt so, dafür kriegt man halt ein tolles Zusammenspiel der drei Schauspieler. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja schon schön. Also das macht ja schon Laune, dem zuzuhören, aber es hilft halt dem Fall eigentlich gar nicht. Der geht dann halt, wie gesagt, so nach einer guten Viertelstunde erst los. Dieser Sir Aldingley kommt, ist nämlich, er hat ein Problem. Er hat einen Landsitz, den er nicht selbst bewohnt, dem er quasi seinen Onkel als Aufpasser dort hat, der da mietfrei wohnt und sich um die Belange der Familie und da die Fahne der Familie eben auf diesem Landsitz hochhält. Und der hat jetzt ein Problem. Er hat sich verliebt und die Frau passt dem Hilfesuchenden nun gar nicht, denn die ist ihm zu merkwürdig und er will jetzt also den Onkel da loswerden. So ganz verstanden habe ich nicht, warum kommt der eigentlich zu Holmes und Watson? Gute Frage. Ja, egal. Also jedenfalls schildert er das und er will also diesen Onkel quasi vom Hof dort jagen. Also er sagt also, der jetzt irgendwie sich das beziehungsweise eine Familie gründet und diese Familie da alles in Beschlag nimmt und er die gar nicht mehr los wird, finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Aber naja gut, das ist zu bewerten, steht das ja weder Holmes noch mir zu. Also jedenfalls kommt es dann dazu, dass Holmes und Watson sich auch auf zu diesem Landsitz machen und jetzt quasi dabei sind, wie das dem Onkel eröffnet wird, beziehungsweise da ist schon alles passiert, als sie da sind und der Onkel hat dann auch zugesagt, dass er dann sich ein Haus sucht, hat auch schon was in Aussicht und will jetzt außer ausziehen. Es gibt dann abends noch eine Gesellschaft, wo dann alle zusammensitzen und nett beim Essen noch plaudern. Bei dieser Plauderei wird dann auch so auf die Vergangenheit dieses Sir Hubert nochmal eingegangen, dass er früher Schlafwandler war. Und es gibt da noch so eine kleine Anekdote, als nicht Anekdote, sondern einen Hinweis des Onkels, der dort heimig ist und sagt also, wenn ihr heute Nacht rausgeht, Vorsicht, im Hof ist ein Hund und der ist wirklich sehr bissig und bleibt da bloß fern. Ja, der geneigte Holmes-Hörer denkt sich, oh, Schlafwandler.
handeln, gefährlicher Hund im Hof, da passiert was. Und tatsächlich, so kommt es dann auch, denn dieser Sir Hubert wird am nächsten Tag tot aufgefunden. Ja, vor dem Hundezwinger und die Kehle ist zerfetzt und man ermittelt jetzt, was denn da passiert ist. Hat er vielleicht tatsächlich schlafgewandelt, so wie er es früher schon gemacht hat, und ist dort quasi dem Hund blöderweise über den Weg gelaufen und der hat ihn zerfetzt. Das Merkwürdige ist, dass niemand was gehört hat und das macht schon stutzig, denn wenn ein Hund jemanden angreift und den am Zerfleischen ist, das dürfte schon mit einiger Geräuschkulisse behaftet sein und das ruft dann auch Holmes auf den Plan und der hat dann einen Verdacht relativ schnell, den er dann auch ermittelt und diese Ermittlungen, ja, die begleitet jetzt auch der Hörer. Da kommt dann ein gar nicht mal so überraschendes Ergebnis raus, aber halt die Hinführung zu der Tat, die ist dann schon sehr Holmes-like, wenngleich das ein bisschen, ja, zum einen konstruiert ist, zum anderen auch eher so ein bisschen durchschaubar ist, was da tatsächlich passiert ist. Aber wie das dann weitergeht und wie es dann auch vor allen Dingen aufgeklärt wird, das ist schon besonders, wenn es gleich mich auch ein bisschen ratlos macht. Also wie Holmes zum Beispiel da einen weiteren Menschen ins offene Messer laufen lässt und gerade noch die Kurve kriegt. Also das war schon ein bisschen merkwürdig. Aber sei es drum. Ja, ich war so in einigen Sachen, haben mich nicht so überzeugt. Manchmal ist es blitzt es so ein bisschen auf, was Holmes kann und wie Holmes bei Titania auch gut wirkt. Und also die Qualität der Inszenierung, die macht sich auch hier bemerkbar. Aber der Fall an sich, ja, den fand ich nur so mittel. Ja, ging mir auch so. Also es ist natürlich schon aufsehenerregend, wie das dann letztlich zu Ende geht, sage ich jetzt mal, was jetzt aber auch nicht so überraschend war, weil da ja doch, also wenn man Holmes kennt, doch sehr drauf hingewiesen wurde, was da fehlt, sage ich jetzt mal. Und das dann schon eigentlich sehr nachvollziehbar logisch ist, ja. Und ja, mich hat auch der Anfang gestört. Das habe ich nicht verwunden irgendwie. Das war ganz merkwürdig, dieser Gossip und diese elendslange Erzählung von Miss Hudson. Ja, über diese Putzaktion. Ja, und dann noch, wie sie eben diese ganze Geschichte erzählt. Also, das hätte man sich komplett sparen können. Weiß nicht. Komisch. Bisschen komisch. Ja, ein merkwürdiger Fall. Ja, Sherlock Holmes. Es gibt ja noch andere Sherlock Holmes. Du hast noch einen gehört. Ja, die neue Felge. Die neuen Fälle. Die Folge 52, Familienbande. Ein Hörspiel von Maureen Butcher. Bei der Romantour ist das Ganze herausgekommen. Ja, ich habe mal wieder eine neue Felle gehört. Weiß nicht, mir war so danach. ganz interessanter Fall erstmal. Eine Frau ist zu Tode gekommen bei einem Schiffsunglück. Ricarda Hurst heißt die Frau. Es war eine reiche Frau und diese Frau hat anscheinend eine doch sehr deutliche persönliche Verbindung zu Sherlock Holmes gehabt. Also auf jeden Fall kriegt Sherlock Holmes davon natürlich Wind und die Tochter dieser Frau wendet sich an ihn hilfesuchend, denn es geht natürlich um das Erbe, das kann man sich ja schon denken, wenn sie so wohlhabend war. Denn da ist auch noch eine ziemlich interessante, titelgebende Familienbande dahinter. Und so fährt Holmes eben mit Watson dorthin und trifft dort erstmal eine gute alte Bekannte wieder. Diese Bekannte eröffnet ihm etwas doch ziemlich Unglaubliches. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt verraten soll? Ich glaube nicht. Also eine sehr persönliche Sache, sage ich jetzt mal, die Holmes noch ein bisschen deutlicher an diese junge Dame bindet, die sich an ihn gewandt hat. Und so ziehen sie dann eben alle in dieses Haus ein, wo dann die Testamentseröffnung stattfinden soll. Aber vor der Testamentseröffnung, was passiert? Es gibt Tote. Richtig. Und das auf merkwürdige Art und Weise, denn die sind einfach nicht so zu Tode gekommen, sondern die wurden zu Tode gekommen. Die sind ermordet worden. Das ist ja ein überschaubarer, also interessant natürlich, ein überschaubarer Kreis von raffgierigen Verwandten, die da versammelt sind und alle ans Erbe wollen und alle scheinbar irgendwie Motive haben und alle sich nicht so ganz grün sind. Und Sherlock Holmes mittendrin, der übrigens auch, wie gesagt, eine sehr persönliche Verbindung zu der verstorbenen Ricarda Hurst hatte und da auch mit ihrer Familie in Kontakt kam und keinen so guten Eindruck scheinbar hinterlassen hat. Und so schaukelt sich das eben da alles hoch. Wie gesagt, es kommt dann tatsächlich zum Morden und Sherlock Holmes muss natürlich herausfinden, wer es war. Und das Erbe wird dann auch
sehr interessant verteilt, sage ich jetzt mal, was dann eben noch andere Motive zulässt und den Schluss zulässt, dass der Täter wahrscheinlich wusste, wer was erben wird. Und ja, das führt dann Holmes letztlich auf die Spur. Ja, und so geht dieses Hörspiel dann ja seinem Ende zu und ist tatsächlich ganz interessant. Wie gesagt, die Grundvoraussetzung, das muss man erstmal so ein bisschen schlucken, weil nach so Vergangenheit von Holmes, das weiß ich, ist ja eher selten Thema. Außer Mycroft kommt da ja eigentlich original nichts, aber es ist okay. Also was ich nicht wusste, ist, dass Holmes in Oxford studiert hat. War dir das bewusst? Nee. Anscheinend, ja. Genau, weil da finden sie sich dann eben alle ein. Ja, ansonsten, was ein dickes Plus geht tatsächlich an die Familienbande selbst, die das tatsächlich sehr lebendig gestaltet. Vor allem Horst Naumann hat mir gut gefallen als knorriger alter Herr, der das eine oder andere Donnerwetter loslässt. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Ansonsten ist, finde ich, letztlich ein bisschen zu lang geraten. Dann muss man tatsächlich die Pille schlucken, dass das mit dieser persönlichen Verbindung da ist. Ja, das ist ein bisschen Geschmackssache, weil ich weiß nicht, wie man damit umgeht, wie sehr Holmes-Purist man da ist, wenn man sich an sowas stößt. Ich fand's okay, also warum soll Holmes das sowas nicht passiert sein? Also finde ich voll in Ordnung. Also fand ich in Ordnung, ist jetzt kein überwältigendes, cleveres Kriminalstück, aber hat mir Freude bereitet, wie gesagt. Vor allem die Schauspieler, die da aufeinandertreffen, hatten, glaube ich, auch gehörigen Spaß dabei. Ja, es sind halt immer mal so Sachen wie diese Essszenen und so, die man halt von Christian Rode und Peter Gröger kennt. Das sind halt so ein paar Sachen, die haben mich aber schon immer bei Sherlock Holmes gestört. Und wenn man so ein bisschen abweicht, das hatten wir auch schon. Das ist ja auch ab und an mal drin, aber sei es drum, da kann man auch mal drüber weghören. Und dann hat man eigentlich einen ganz netten Holmes vor sich, den man ganz gut anhören kann. Okay, ja, du kannst gleich weitermachen. Weil dann kommen wir zu was ganz anderem. Ja. Bilderdiebe haben kein Gesicht, wusstest du das? Nee, war mir bisher nicht bekannt, aber gut, dass man es mir sagt, weil hätte ich wahrscheinlich sonst immer falsch gemacht. Die TKKG 224 in Zahlen. Ja, die Kinder, Erwachsenen sind, glaube ich, im Kino geht's, glaube ich, los. In einem Museum in der Nähe wird eingebrochen und zwar von, ob das glaubst oder nicht, Polizisten, die sich, ja, also Gauner, die sich als Polizisten verkleidet haben, so rum. Und eben dort einbrechen und Gemälde erbeuten. Ja, die 4 plus Köter kommen eben dazu und können den Wachmann, der eben dort überwältigt wurde, können dem helfen aus einer brenzligen Lage. Der ist irgendwie festgekettet im Keller. Dieser Wachmann ist dann eben ja auch letztlich der einzige Zeuge. Und dieser Zeuge wird dann gebeten, ein Phantombild, also nicht selber zu zeichnen, sondern zeichnen zu lassen. Und das ist ganz komisch, denn auf diesem Phantombild erkennen sie dann einen guten alten Bekannten, nämlich Schalowski, ja, der Kommissar, den sie nicht so gut leiden können. Der scheint einer dieser Einbrecher zu sein. Also natürlich nicht, ne? Das ist ja relativ fix klar. Ja, aber warum hat er die denn so zeichnen lassen? Und das hat tatsächlich einen ziemlich triftigen Grund, dem TKKG dann nachgehen. Sie stellen ihn dann letztlich in der Wohnung und nicht nur ihn, sondern auch seine Freundin. Und da hängt eines der Gemälde tatsächlich im Schlafzimmer. Aber es ist nicht das Gemälde, sondern es ist eine Replike, eine sehr gut gemachte Replike, denn die Freundin dieses Wachmanns ist selber Künstlerin und da spinnt sich doch so die eine oder andere Motivlage, denn ihre Kunst wird noch nicht so wahrgenommen und ja, also da werden so ein paar, sind es Heringe oder sind es echte Spuren gelegt? Dann geht die wilde Gangsterjagd los. Ja, es ist erstaunlich wenig TKKG-Blödsinn drin. Bis auf die Sache hier mit Schalowski. Aber gut, es ist in der Geschichte eingebettet, ist okay. Deswegen will ich da gar nicht groß meckern. Letztlich dauert das viel zu lang, um Himmels Willen. Das braucht keine 75 Minuten. So ein TKKG-Fall kannst du in 40 Minuten erzählen. Da hättest du die eine oder andere Sache locker streichen können, dann wäre das noch ein bisschen pfiffiger, schmissiger gewesen. Aber das ist ja so das Europa-Ding mittlerweile, dass man einfach alles sehr lang gestaltet. Müsste nicht sein, aber gut, ist in Ordnung, kann man sich anhören. Wie gesagt, ich bin über nicht viel Blödes gestolpert, was mich so bei TKKG sonst so stört. Auch nicht so moralischen Krempel oder so, kann man sich anhören. Tja. Wie ist es denn bei der Junior-Ausgabe? Ja, erstmal wie immer deutlich sympathischer, so leid es mir tut. Und interessanter tatsächlich. Erstmal, weil es gibt Zwist bei TKKG Junior.
Und zwar ist etwas ganz Merkwürdiges passiert. Tim, Karl und Gabi allesamt haben nämlich Klößchen dabei entdeckt, wie er Sachbeschädigung begeht. Er zerkratzt Autos. Mhm. Ja, Klößchen macht doch sowas eigentlich nicht. Sie wollen ihn dann zur Rede stellen, gehen zu ihm nach Hause und konfrontieren ihn. Und Klößchen ist komplett von der Rolle. Er sagt, was? Ich doch, hä? Ihr kennt mich doch, wir sind befreundet. Und dann sagt sie, ja, wir glauben dir schon, natürlich. Und was machen sie? Nachdem sie dann etwas entdeckt haben, nämlich eine Kühlerfigur, die einer dieser Klößchen abgeschrapst hat von einem Auto. Ja, das wird auf dem Gelände der Sauerlichs entdecken, die drei dann. Dann schauen sie sich die Bilder der Überwachungskameras an und da ist Klößchen tatsächlich, wie er das Auto seines eigenen Vaters zerkratzt. Tja, wie kann das sein? Dann kommt es zum richtigen Crash, als Klößchen nämlich das erfährt, dass sie hinter seinem Rücken die Überwachungskamera angeguckt haben. Dann gibt's richtig Zoff zwischen den Vieren und der Unterschied zur TKKG-Originalserie ist halt, den glaubt man das. Und dass die auch wieder zusammenfinden wollen, denen glaubt man das. Also das ist einfach deutlich authentischer, wie die diese Freundschaft da untereinander irgendwie funktioniert. Ja, wie die das spielen, wie das da gespielt wird, das ist einfach alles irgendwie emotional nachvollziehbar, finde ich, authentischer. Und ja, das macht, finde ich, auch hier wieder den großen Unterschied aus, wie sich dann alle eben zusammenraffen, um dieses Rätsel, um das doppelte Klößchen aufzulösen. Ich verrate nicht mehr, außer das könnt ihr euch sehr gerne gönnen. Wieder mal eine gute Folge, jetzt nicht überragend, aber trotzdem immer noch eine gute Folge, die eben tatsächlich von diesen Vieren lebt, die das ganz toll machen. Und ja, das macht tatsächlich immer Freude, denen zuzuhören. Gut, prima. Apropos Freude. Ja, ach so, ja, das nächste, guck an. Mhm. Es gibt was Neues beim Hörverlag. Nämlich Tod unter Gurken 3 ist erschienen und es trägt einen Untertitel und zwar Der Name der Hose. Und der Name der Hose deutet ja schon an, wo die Reise hingehen könnte und auch geht, nämlich ins Kloster. Jupp Straten und Willi Dahl werden nämlich von Friedrichsberg per Postkarte ins Kloster gebeten, um einen Fall zu lösen. Beziehungsweise, ja, so genau sagt man es nicht. Also er hat einen recht kryptischen Hinweis auf eine Postkarte geschrieben und die beiden sollen nun dort aufschlagen und das tun sie auch. Und in diesem Kloster stoßt sie dann auf Friedrichsberg. Ja, aber Friedrichsberg, der war doch, sah immer ein bisschen anders aus und klingt auch anders. Und ja, und dann stellt man fest, oh, das ist ja gar nicht unser Friedrichsberg, sondern es ist der Bruder von Alfons Friedrichsberg, der im Gegensatz zu dem Original eher sehr dünn ist. Ja, und auch plötzlich nicht mehr klingt wie Jochen Malzheimer, sondern wie Christoph Maria Herbst. Und ja, dann spinnt sich ein Fall im schönsten Gurken-Style, nämlich es wird gemeuchelt und gemordet in einem Kloster. Ein Mönch nach dem anderen kommt ums Leben. Das erinnert doch an irgendeinen berühmten Krimi. Ich habe die ganze Zeit gerätselt, ich komme nicht drauf. Aber das Ganze... Malteser Falke. Das ist es, Malteser Falke, genau. Das war's, dass wir mit dem Schiff auf dem Nil unterwegs sind. Genau. Mhm. Genau. Und die ganzen Passagiere mit dem Halstuch ermordet werden. Das war's. Ja, genau. Ich erinnere mich. Ja, das ist ja wie immer ein großer Spaß. Es ist natürlich, ich habe natürlich am Anfang gedacht, oh Gott, Christoph Maria Herbst, ja, gut und schön, aber ich wollte doch meinen Jochen Malmsheimer. Aber wie man das dann gemacht hat, ist, fand ich wirklich gut, muss ich sagen. Also, dass man diesen Wechsel so erklärt und so einbindet, da habe ich schon wesentlich Schlimmeres vernommen und ja, fand das wirklich gut erdacht und gut gemacht. Was ein bisschen schade ist, es ist ein Männerkloster und entsprechend kommt leider Annette Frier leider sehr kurz. Wenn sie auftaucht, ist sie genial, wie eigentlich die gesamte Riege. Es ist wirklich wieder ein Fest für jeden Hörspielfan, denn wer mit einer Liebe und einer Leidenschaft gespielt wird, es ist wirklich, man hat ja die sehr prägnanten Stimmen der vier Darsteller. Und ich habe mich schon immer wieder erwischt, dass ich so zwischendurch einen Charakter dachte, wer ist das? Ist das Bastewka? Ist das Herbst? Nee, es muss doch Bastewka. Also wo ich nicht
direkt auf Anhieb erkennen könnte, was war. Also das fand ich wirklich sehr beeindruckend und wie bunt und vielfältig man das gestalten kann und mit wie viel Witz man so ein Hörspiel präsentieren kann. Ja, also ich bin Riesenfan der Reihe, ja schon immer gewesen, und auch diese Ausgabe ist wieder ein großartiges Stück. Es hangelt sich natürlich, wie der Name schon sagt, an einem bekannten Stoff entlang und entsprechend sind da halt die Verknüpfungen und auch die Richtung vorgegeben, aber es hat wieder sehr viel Schmiss, sehr viel Witz. Es gibt auch wieder richtig gute Action-Szenen, die man auch schon aus den anderen Teilen kennt, also so ähnlich geht es auch hier wieder zur Sache und auch hier ist wieder, hört man den Spaß, den die Protagonisten hier im Studio hatten, wirklich deutlich heraus und das schwappt auf den Hörer über und ich bin also wirklich sehr, sehr angetan davon und möchte euch das dringend ans Herz legen. Hört euch das an. Tod oder Gurken 3, der Name der Hose, ist seit Ende September im Handel erhältlich. Und ja, bitte sorgt euch drum, dass ihr das Ganze ans Ohr kriegt. Ja, wo darf ich unterschreiben? Ja. Der eigentliche Star sind, finde ich, auch hier wieder die Nebenfiguren, die einfach so toll und so lustig sind. Dass ich mich, also auch mir ging es so, dass ich es teilweise dann nicht mehr zuordnen konnte. Mhm. Ja, die aber halt so charakteristisch, das ist ja das Sensationelle, die sind dann so charakteristisch, dass du die wirklich trennscharf dann unterscheiden kannst. Also wie sie das immer hinkriegen, das ist schon furios, muss ich sagen. Ja. Und also mich hat Christoph Maria Herbst tatsächlich nicht gestört. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Und also die Erklärung ist natürlich sensationell. Ja. Das ist wirklich super eingebunden. Nein, gestört hat er mich auch nicht. Habe ich das so, kam das so rüber, oder? Nein. Aber ich weiß ja, dass du eine besondere Verbindung zu Christoph Maria Herbst hast. So habe ich das jetzt gemeint. Ja, die Geschichte ist natürlich wieder vogelwild. Was da an Sachen passiert, das ist aber witzig. Und also wie sich das dann auf dieses pompöse Finale mit Lianen schwingen und was weiß ich. Also ich habe mich prächtig unterhalten gefühlt und fand das bombig. Und wie gesagt, ich unterschreibe, holt's euch, hört's euch an, das ist großartig. Ja, und wenn ihr genau eure Nase in die CD haltet, in die, es riecht ein bisschen nach Tosca, die CD. Und genau. Schön. Ah. Ja, gönnt euch. Also wirklich ein großer Spaß und wie zu erwarten, kann ja, ich dir dann noch sagen, ja. Oder besser wie erwartet, weil ich, wie gesagt, bei mir, ich hatte, aber es ist halt immer so, ich habe ja so mein Problem ab zu mit Christoph Maria Herbst und es ist, wenn der den richtigen Regisseur hat, wahrscheinlich ist es, funktioniert's. Also bei Bassange im Rollover Beethoven fand ich ihn ja auch göttlich. Na, vielleicht ist es das. Ja, dann zu Virtual Island, ein fast reales Abenteuer. Ein neues Hörspiel bei Audible, naja, neu, 22.8. kam das Ganze heraus. Und ich habe das, glaube ich, auch sofort Stantepede gehört, weil da ein Name auftaucht, den wir, wenn wir den lesen, eigentlich immer sofort das hören wollen, was da kommt. Und zwar ist das Stuart Kummer. Und wenn ich das richtig interpretiere, ist diese Geschichte von John Lutz. Und Stuart Kummer hat das in die Finger bekommen und das in witzig gemacht. Also so ist mein Tipp zumindest. Ich weiß nicht, ich spekuliere da nur. Wie es jetzt original ist, weiß ich nicht. Und zwar ist die Geschichte folgende. Ganz schön abgedreht. Wir befinden uns so ein bisschen in einer Zukunftsvision, und zwar in einer Zukunftsvision, wo vor allem reiche Menschen Urlaub machen und das auf einer Insel, die Virtual Island heißt, und dort kann man sich quasi in so eine Kammer legen oder in irgendwie, also ich habe es mir so vorgestellt wie so ein Pott quasi, wo man sich dann reinlegt. Und dort ja mit so einer Art Matrix angeschlossen wird und dort eben virtuelle Abenteuer erleben kann oder das, was man sich halt so wünscht. Ja, es steht offen tatsächlich. Also das können die wildesten Sachen sein. Ich nehme mal ein Beispiel. Man kann zum Beispiel in einer Eisdiele von Dinosauriern mit Eis versorgt werden. Also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und das wird tatsächlich auch sehr wild getrieben in diesem Hörspiel. Und Grundgeschichte ist, dass der Chef oder Besitzer dieser Insel ein ja noch relativ junger Mensch ist, dessen Mama hat dieses monströs große Unternehmen gegründet und programmiert. Ja, dann gibt es noch so eine Chefprogrammiererin, mit der hat er mal so ein bisschen angebandelt.
Die sind aber wieder auseinandergegangen, was unter anderem damit zusammenhängt, dass er in der Zeit seines Lebens, er ist auf dieser Insel mehr oder minder aufgewachsen, sich in diesen virtuellen Welten auch so verliert und die Realität quasi nicht mehr wirklich vorhanden ist. Weil wenn man sich in der virtuellen Welt alles schaffen kann, was hat man dann noch in der normalen Welt an Wünschen? Ne, ist ja alles quasi schon passiert, wenn man so will. Das ist auch so ein bisschen der spirituelle Untergrund, sage ich jetzt mal. Also die Tiefenwirkung von dieser Geschichte, die immer mal so ein bisschen aufblitzt. Und auch wenn es um die Mutter geht und generell um das Verhältnis von der Übermutter, nenne ich es jetzt mal, und ihrem Sohn, der eben jetzt der Chef von Virtual Island ist, da spielt das immer mal eine Rolle. Ja, Grundausgangspunkt des Ganzen ist aber, dass ein Milliardär, der quasi Dauergast auf Virtual Island ist, verschwindet. Den haben sie verbummelt in der virtuellen Welt. Keiner kann ihn mehr auffinden. Die Chefprogrammiererin sagt auch, der ist weg. Keine Ahnung. Also was machen sie? Sie stellen einen Trupp zusammen, der besteht aus, dem Chef selber natürlich, der Chefprogrammiererin, der Sicherheitsbeauftragten. Das ist eine sehr robuste, interessante Figur, die Ramona. Die ist wirklich lustig und speziell und ein bisschen anders. Die hat nämlich also so ein paar so Macken, die einem am Anfang so ein bisschen auf den Zeiger gehen, aber je länger das Stück wird, umso mehr wächst die einem mit ihren Schrulligkeiten ans Herz, muss ich sagen. Dann der Beasley. Beasley ist quasi das Faktotum der Mutter, die natürlich dann nach ihrem Tod auch auf den Solomon übergegangen ist. Und Beasley wird, ich nehme es vorweg, grandios göttlich gesprochen von Matthias Matschke, der alleine das Eintrittsgeld wert ist bei diesem Stück. der ist Gold wert. Also Matthias Matschke ist wirklich eine Granate. Man kann es nicht anders sagen. Die Truppe begibt sich also in die virtuellen Welten und versucht eben, ja, diesen Milliardär auffindig zu machen. Und so landen sie zunächst mal in einer Kneipe, im Wilden Westen so ein bisschen. Und in dieser Kneipe, da gibt es so einen ganz komischen Barkeeper. Und dieser Barkeeper, der verhält sich ganz merkwürdig. Also nicht so, wie so sich so Programme verhalten. Und die Chefprogrammiererin stellt fest, oh oh, mit dem ist irgendwas ganz speziell. Das scheint so eine KI zu sein, die so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Und genau das ist der Knüpfpunkt, wo dann auch dieser Milliardär auftaucht. Der nämlich dann in einem Hinterzimmer, das diese KI selber programmiert hat, gefesselt da liegt und dann kommt es leider zu etwas ganz Doofem. Ich nehme einen Spoiler vorweg, es passiert relativ früh, deswegen ist es nur so ein halber Spoiler. Der Milliardär geht hops. Er wird aus Versehen erschossen. Was tatsächlich sehr schwarzhumorig lustig ist. Das passiert ja öfter mal. Ja, passiert so öfter mal, ne? So ein Milliardär, Bums. Ja, ist halt so. Ja, was machen wir nun? Scheiße, nicht gut. Also Milliardär hat natürlich vorher erstmal gedroht, die komplette Anwaltsarmada auf Virtual Island loszulassen, wie das denn sein kann, dass man ihn verbummelt. Ja, und wie gesagt, dann ist er eben dood. Tja, was machen wir nun? Es scheint eben alles, wie gesagt, mit dieser KI zusammenzuhängen und dann geht das wilde Gehopse los. Man springt von Lücke zu Lücke, wenn man so will, denn die Chefprogrammiererin hat sich so Hintertürchen in die verschiedenen Fantasiewelten gebastelt und ja, das ist dann letztlich das Grundgerüst dieses wirklich wilden Ritts, bei dem Sachen passieren, ja, die halt in der Realität nicht passieren können und das ist halt wirklich vogelwild, muss ich sagen. Also meine Lieblingsszene war ein strippender, was war es, irgendein Tier. Da ist Matthias Matschke, ist dann in irgendeinem Tier drin und legt da einen Striptease hin. Also er muss dann eine Sache machen, mit der der Computer überhaupt nicht rechnet, um den zu verwirren und ihm fällt dann nichts Besseres ein, als ein Striptease hinzulegen und das ist schon lustig, muss ich sagen. Ich habe sehr viel gelacht tatsächlich. An der einen oder anderen Stelle ist es vielleicht, hat es dann doch ein bisschen Längen mit den 280 Minuten. Das ist halt, wenn man von einer wilden Szenerie in die nächste kommt, irgendwann wird es einem so ein bisschen zu viel, würde ich jetzt mal sagen. Dennoch muss ich sagen, ich bin sehr gut teilweise unterhalten worden und hatte sehr schöne Bilder vor Augen tatsächlich, weil man sich doch immer Mühe gibt, das in den buntesten Farben zu malen. Ganz groß fand ich auch Kida Kodo Ramadan. Überhaupt die Besetzung ist natürlich granatenstark bei diesem Stück. Das haben wir bei Stuart Kummer auch immer, dass da die Prominenz sich tummelt und die Leute wirklich ja richtig rocken unter seiner Regie. Ja, also mir hat das tatsächlich großen Spaß gemacht. Man muss natürlich schon einen Sinn für Absurditäten mitbringen, à la, weiß ich nicht, Monty Python in Jetztzeit, nenne ich das jetzt mal. Was ich dem Ding aber hoch anrechne, ist tatsächlich so eine zumindest ganz unterschwellige
wirklich ab und an so aufblitzende, ja, Tiefgründigkeit ist jetzt zu viel gesagt, aber dass da halt so ein bisschen mehr ist und so ein bisschen auch philosophisch so ein bisschen rumgedreht wird an der einen oder anderen Stelle, um dann zum richtigen Zeitpunkt wieder voll gebrochen zu werden durch flache Witze, die ab und an sich so ein bisschen doppeln, aber es ist trotzdem in Ordnung. Also wie gesagt, ich muss sagen, ich bin letztlich dann durch die 280 Minuten bestens unterhalten worden und das kann man sich wirklich sehr gerne gönnen. Stuart Kummer, das spricht für sich, was den Humor anbelangt und die Umsetzung anbelangt. Dann, wie gesagt, die tolle Schauspielerriege, die sehr viel Spaß an dem Ding, glaube ich, hatte, hörbar. Ja, das kann man sich gerne gönnen. Ich werde es noch nachholen. Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Ja, bin auch sehr auf Staffel neu gespannt. Von der halte ich ja auch sehr viel. Da wirst du Spaß dran haben, ja. Ja, ja. Wie war's denn? Du bist ja noch mal weitergeritten dann. Ja, das stimmt, ja. Gen Wilden Westen. Und zwar ja ein Western-Hörspiel. Schau an, das ist doch schön. Bei Hammer Media hat man ja sehr selten Wild West Glory. Die Folge 1, Queen of Spades, Spiel um dein Leben, ist gestartet bei Hermann Media. Eine neue Serie von Hermann Media, eine Wildwest-Serie von Sergio D'Argento. Ich tippe mal, dass Sergio D'Argento ein Pseudonym sein wird wahrscheinlich. Nein, das ist bestimmt, die haben bestimmt extra aus Mexiko oder eingeflogen. Ja. Er kommt dann einmal im Jahr und schreibt eine Folge. Ja, geht so wird es sein, ja. Ja, Wild West Glory, man kriegt das, was man erwartet tatsächlich. Das möchte ich dem Ding erstmal zugute halten. Das ist sehr klischeekesk, ist aber, finde ich, letztlich in Ordnung, weil es ist eine Wild-West-Geschichte und da darf man auch gerne Klischees bemühen. So. Und der Klischees gibt es tatsächlich viele. Es geht los mit Cleo Fairchild. Cleo Fairchild ist quasi die Chefin der Fairchild Ranch. Mit ihrer Schwester ist es, glaube ich, zusammen. Nachdem der Mann... Moment, darf ich gerade unterbrechen? Ich habe es nicht gehört. Also ich habe angefangen und ich wollte nur mal kurz sagen, es geht los mit Musik. Und zwar Musik, dann kommt Musik und dann habe ich ausgemacht, weil irgendwie nach 3 Minuten... hatte ich keinen Bock mehr. 3 Minuten, echt? Es kam mir vor wie eine Stunde. Es war auch irgendwie nicht so Musik, wo du dir jetzt denkst, ah, guck mal hier, schöne, epische Western-Musik. Es war so ein Western-Gedudel. So irgendwie. Also mich hat das total abgeschreckt. Ich gedacht habe, nee, da musst du irgendwann mal, wenn du besser an die Vorspulschaft gezogen hast. Ja, habe ich einen Stecker gezogen. Ja, aber jetzt gerne weiter. Hättest du ruhig noch ein bisschen weiter Wildwest-Musik hören können. Ja. Cleo Fairchild, wie gesagt, Chefin der Fairchild Ranch, hat ein kleines, großes Problem und zwar ein Bankkredit, den sie nicht mehr bedienen kann und das Bankhaus, auch natürlich schön böse dargestellt durch den Chef des Bankhauses, der den Kredit dann nicht mehr. Nein, da müssen wir hier pfänden, das geht nicht hier, Ultimatum bis da und da, wenn das Geld nicht da ist, dann war's das. Dann treten nämlich oder müssen nämlich die Fairchild-Schwestern ihre Ranch, die Longhorn Ranch, abtreten. Naja, und dass da nicht nur eine Ranch ist, das vermutet man ja jetzt schon, dass da vielleicht noch was anderes sein könnte. Und im Wilden Westen, was könnte denn da noch anderes sein, was vielleicht unter der Erde auf einen wartet? Und Cleo sieht tatsächlich nur noch einen Ausweg. Sie ist nämlich eine ziemlich versierte Spielerin und es gibt da in der Nähe ein Pokerturnier in Sierra de Laga und dort begibt sie sich dann hin. Auf dem Weg mit der Kutsche passiert natürlich was. Genau. Lass mal überlegen, Western und Kutsche, boah, schwer. Ich frage dich jetzt einfach immer, ja, was passiert da? Natürlich ein Überfall. Und da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Jetzt rat mal, wer da noch mit in dieser Kutsche sitzt. Wer könnte denn diesem Krüppchen da aus der Klemme helfen? Vielleicht irgend so ein Westernheld. Also jetzt nur spekulativ. So kommen wir rein ins Blaue. So ist es. Und die Cleo Fairchild, also die zwei, retten dann letztlich die Chose und begeben sich dann eben nach Sierra de Laga. Und der Westernheld, der Ganzlinger, der bietet sich dann, oder Cleo fragt an, ob er denn nicht ihr Leibwächter quasi sein könnte. Und so ist es denn letztlich auch. Ja, wer nimmt denn vielleicht auch noch an diesem Turnier teil? Ein berühmter Spieler, mit dem sie natürlich schon mehrfach aneinander geraten ist. Aber wer tummelt sich denn da vielleicht auch noch, um zu verhindern, dass Cleo eventuell ja doch den großen Sieg einfahren könnte? Noch ein Bösewicht. Der vielleicht mit dem Bankhaus zu tun haben könnte. Ja, es ist schon sehr baukastig.
Wie gesagt, wenn man da so ein bisschen den Kopf dann ausschaltet und diese Klischees einfach so hinnimmt, wie es ist, dann muss ich tatsächlich sagen, kann man da ganz gut unterhalten werden von. Deswegen, ich möchte es dem Ding eigentlich auch nur so bedingt vorwerfen, weil es ist halt, es ist ein Genre-Stück und bei so einem Genre-Stück ist das, finde ich, auch letztlich okay, wenn man das so bedient. Ab und an ist es ja schon doch ein bisschen arg baukastig. Ja, da hat es mich dann auch ab und an mal gerissen, aber ja, wie gesagt, also ich möchte das denen nicht verleiten, die Western-Geschichten mögen, denn da kann man ganz gut tatsächlich, glaube ich, seine Freude dann dran haben, aber letztlich, wie gesagt, zwiegespalten, weil letztlich hat mir das auch Spaß gemacht, tatsächlich das zu hören, das kann ich dem nicht absprechen. Ja, so ein bisschen origineller hätte es tatsächlich sein dürfen, für meine Begriffe, also Sergio D'Argento, vielleicht so einen oder anderen Bruch vielleicht mit hineinbauen, das wäre noch ganz nett gewesen, dass das nicht alles so abläuft, wie man sich dann schon denken kann, aber ansonsten ist in Ordnung. Ja, gut. Ja, dann hätte ich noch, würde ich fast eine neue Rubrik aufmachen mit Sachen, die ich angefangen habe, in den Player zu schieben und dann wieder ausgemacht habe. Also da gehört ja jetzt schon der Western dazu. Allerdings lag es ja da schon, hätte ich den jetzt nicht mit aufgenommen, weil es dafür zu kurz war. Aber ein bisschen länger habe ich reingehört in das Hörspiel Fremd von Michel Friedmann, beziehungsweise nach Michel Friedmanns Roman. Da muss ich sagen, ja, das wäre interessant gewesen, ist auch interessant, kann ich nicht anders sagen. Es ist inhaltlich total spannend, aber, das ist verdammt nochmal kein Hörspiel. Und das hat mich dann schon wieder abgeschreckt, dass ja das Radio immer mal wieder meint, naja, wir können ja einfach eine Lesung inszenieren und machen da ein bisschen Spökes, indem wir, keine Ahnung, Stimmen doppeln oder irgendwelche merkwürdigen Musiken einstreuen. Ja, merkwürdige Musiken, also ist vielleicht ein bisschen zu, naja, wie soll man sagen, also man pustet einfach eine Lesung auf und verkauft das als Hörspiel, auch wenn hier tatsächlich hörspielerisch wenig passiert, bis gar nichts, weil es halt wirklich nur der Text vorgetragen wird und der halt, ja klar, wahrscheinlich gekürzt werden musste, um halt in das relativ enge Format von 63 Minuten zu passen. Aber ja, so schön wie das ist, aber bitte dann verkauft es nicht als Hörspiel, weil das ärgert dann, wenn es so etikettiert wird und man einfach nur merkt, naja, man wollte hier möglichst, ich sag's mal ganz dreist, kostengünstig eine Hörspielstunde füllen, um dem Auftrag gerecht zu werden und gibt dann halt so ein Sparformat raus. Das ist dem Thema nicht gerecht gewesen. Also entweder nennt das Ding dann Lesung und sendet es auf den Lesesendeplätzen oder ja, ich weiß nicht, also oder macht mehr Hörspiel draus und bearbeitet es so, dass es auch zumindest mehr Hörspiel ist als das, was hier geboten wurde. Also das hat mich schon ein bisschen geärgert. Wenngleich, sagen wir mal, inhaltlich ist das Ding wirklich top. Das hat mir echt, hat mich das bewegt und hat mich auch gepackt und fand ich auch gut, aber ich habe mich echt über das Format geärgert. So. Tja, ich habe auch was aus selbiger Kategorie und zwar habe ich mich rangetraut an Jan Gaspars Sherlock Holmes Jagd Jack the Ripper, an Folge 1 Fairy Fay bei Maritim und dann festgestellt nach ein paar Minuten gespannten Zuhörens, das ist ja eine Lesung. Ja, gleich. Ja, da habe ich auch angefangen und fand es auch von der Lesung her ein bisschen merkwürdig, oder? Ich habe nach 30 Minuten aufgehört, weil nach 30 Minuten hatte ich erstmals das Gefühl, oh, man steigt jetzt in die Story ein. Es war so eine verschachtelte Erzählung, so quasi Tagebuch und darin wird beschrieben, wie man noch ein Tagebuch findet. Also so war es nicht, aber so wirkte es. Also so eine vielschichtige Erzählung, die dann erstmal elendlang darauf hinführt, bis dann tatsächlich in einer halben Stunde mal irgendwie so ein Ansatz von Story entdeckt. Das fand ich dann auch schon ein bisschen befremdlich. Aber das ist halt Jan Gaspar, das ist halt auch oftmals ausuferndes Erzählen. Ich finde den Einstieg ja auch köstlich mit der Triggerwarnung, beziehungsweise dem Disclaimer am Anfang, dass das eine fiktive Story ist, die auf realen journalistischen Recherchen beruht. Ja, bei Sherlock Holmes genau. Ja. Also es beruht nicht auf realen Begebenheiten, sondern auf realen journalistischen Recherchen. Also ich habe wirklich wo gelesen. Ja, ich habe in echt recherchiert und habe im Internet gegoogelt. Ja, wobei das muss ja bei Jan Gaspar vorne dran immer. Ja, also, aber kein Jan Gaspar. Also bei Offenbarung war es ja noch so ein bisschen anders. Da war es ja noch, dass man zumindest reale Ereignisse zugrunde legt und hier sind es jetzt nur noch die Recherchen, die real sind. Fand ich schon ein bisschen lustig, aber
ja, geschenkt. Hier ist es Sherlock Holmes und ja, da dürfte sich, ich glaube, mittlerweile rumgesprochen haben, dass das kein realer Mensch war, oder? Weiß nicht. Ja, habe ich jetzt irgendjemand gespoilert? Dann das täte mir leid. Vielleicht kann man noch im Schnitt einen Spoiler davor. Nein. Ist zu spät. Ich kann jetzt noch einen Spoiler hupe. Jetzt hupe. Ja, dann hup doch jetzt mal so im Nachhinein. Möp, möp. Okay. Ja, dann bleibt uns noch was anderes zu sagen, denn wir müssen noch mal ein Update hinterher schieben. Ja. Ins Mantikes. Ja, es hat nämlich im September noch einiges an Neuem gegeben, was wir im Update im letzten, also es ist ein bisschen kompliziert mittlerweile, im Update im letzten September noch nicht auf dem Schirm hatten. Ist auch immer so ein bisschen problematisch, weil tatsächlich dann viele Veröffentlichungen einfach so aus der Hüfte geschossen werden und ohne Ankündigung. Ich weiß noch, früher hat man oft monatelang auf irgendwas gewartet, weil das irgendwie im Januar angekündigt wird und kommt dann im Juli. Heute wird es am 29. angekündigt und am 30. erscheint es, wenn überhaupt, oder es erscheint einfach so am 30., ohne dass man je davon erfährt. Ist eigentlich ein bisschen schade. Hm. Aber es ist, glaube ich, tatsächlich heute durch das Streaming echt nicht mehr nötig, habe ich so den Eindruck. Und ja, durch die Flut an Informationen einfach einfach nur, irgendjemand fällt schon irgendwann drüber und dann wird es halt gehört, und ob man das vorher ankündigt oder nicht, ändert wahrscheinlich am Hörerverhalten recht wenig, glaube ich. Ja. Also das ist halt so ein bisschen schade, weil halt so auch so ein bisschen die Vorfreude, klar, man freut sich nicht über jede Folge von irgendwas, was erscheint, aber es gibt doch immer mal wieder Sachen, wo man denkt, ach, guck mal, hier im Herbst kommt das und das. Also das hat mich früher immer, fand ich das immer gut, wenn man da schon wusste, naja, ist vielleicht jetzt ein bisschen Dürrezeit, aber dann und dann kommt ja das und das raus und ja, weiß nicht, ob mir da so alles gefällt an den, man wird langsam alt, glaube ich, dass man so. Langsam? Ja, also, aber so, dass man so diese Sachen wie früher war alles besser, das wäre mir sonst nie über die Lippen gekommen, aber so mittlerweile habe ich doch so, gerade in dem Bezug. Früher war vor allem alles früher. Früher war alles früher, genau. Grüße an Herrn Manns. Ja, das in ist Rente. Ja. Mann. Viel zu früh von uns gegangen. Wie alt ist denn Malmsheimer? Alt ist der noch nicht. Der mag, ob der 60 wird er sein, aber. Jochen, Baujahr 61. Dann ist er doch älter, bisschen älter. Ah, passt schon, kann er schon rennen. Ja, darf man. So, Update September. Ja, genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt was Neues beim Hörspielprojekt seit dem 16. Und zwar das Hörspiel Abtrünnig. Das ist der zweite Fall von Leutnant Melody Kurz, eine Geschichte von Stefan Fabri eben für das Hörspielprojekt. Ja, dann kamen im September, ganz ohne, dass es irgendwo, also dass ich irgendwo eine Ankündigung vorher gelesen hätte, sondern das habe ich tatsächlich erst Ende September mitbekommen, dass zwei Folgen erschienen sind von den Alsterdetektiven, und zwar die Folgen 12 und 13. Die Folge 12 heißt Verborgene Orte und die 13 Wilde Jagd. Und es ist natürlich wieder unter alsterdetektive.de, also mit Minus dazwischen, alster-detektive.de, stehen die natürlich wieder kostenlos zum Download und die könnt ihr euch dort runterladen. Zwei recht lange Folgen, also einmal 64 Minuten, die andere sogar 85 Minuten lang. Ja, gönnt euch, weil die sind ja auch immer, ganz tolle Kinder- und Jugendhörspiele. Das stimmt. Kai Schwind und Katrin Wiegand haben das geschrieben. Grüße. Hätte mal was sagen können. Ja, eben. Aber ich weiß nicht, ob die das auch so mitkriegen, oder? Ach so, das erscheint. Also die werden wahrscheinlich das Skript abgeben, da wird das irgendwann produziert. Das stimmt. Ja. Dann Tommy Krabbeis hat mal wieder zugeschlagen, und zwar mit zwei Sachen. Die fantastischen Fälle des Rufus die Feuerflieg gab es die Folge 15, das Coaching. Und bei Ghost Sitter ist auch Folge 14 rausgekommen, der Höllenritt. Ja, und beim Deutschlandfunk Kultur gab es noch eine Ursendung, beziehungsweise eine Ursendung einer Eigenproduktion von Katharina Zimmerhackel, die Verwechslung der Freiheit. Und die steht auch seit 16.09. beim Deutschlandfunk Kultur zum Download zur Verfügung. Ja, nochmal Hörspielprojekt, da gab es Tessa und Grace Folge 9 auch von Hans-Peter Stoll. Die Folge heißt Entweder oder. Ja, und die Was ist was Junior Folge 35, die ist auch noch gerade so im September erschienen. Am 30.09. kamen die Geheimnisse unter der Erde zutage. Oh, das hast du schön gesagt. Okay.
Und nochmal Hörspielprojekt zum Abschluss, die Zukunftschroniken. Da gab es die Folge Oberon. Ja, genau. Und damit sind wir jetzt durch den September durch und werden gegebenenfalls im nächsten Monat vielleicht nochmal drauf zurückkommen müssen, weil vielleicht das ein oder andere noch nachzutragen wäre. Aber erstmal habt ihr es gepackt. Genau. Ja, dann machen wir einen Deckel drauf und hören uns gleich in dem, was über ist. Genau. Wieder. Bis gleich. Bis gleich.